Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Heute mit einem extrem explosiven Thema, denn das Jahr 2022, das könnte wirklich das Jahr der Entscheidung werden, was die Corona-Frage angeht, was die Corona-Situation in Deutschland angeht. Und während die Menschen, die ihre Freiheit aktiv wieder einfordern, aktuell von der Faktenlage immer mehr Recht bekommen, plant die Regierung etwas ganz anderes. Und der führende Top-Berater der Regierung, Christian Drosten, hat da etwas gesagt, das ist extrem widersprüchlich und es hat es auch wirklich in sich. Also schaut diesen brisanten Beitrag unbedingt bis zum Ende an. Man konnte es ja kaum glauben, als Markus Söder persönlich auch in der Weihnachtszeit einfach keine Ruhe geben wollte und auf eine Impfpflicht gepocht hat. Und bei Söder ist es ja nichts Besonderes. Ich meine, das war ja sogar der erste wirklich große Politiker, der sich für eine bundesweite Impfpflicht in Deutschland stark machte. Aber diese Forderung, die ist mittlerweile sogar in der Regierung bei der FDP angekommen. Und das finde ich richtig krass. Der FDP-Justizminister Buschmann, der möchte wirklich ganz aggressiv eine Impfpflicht. Und er selbst hat sogar von physischem Zwang gesprochen, der nicht möglich wäre. Deswegen müsste man stattdessen auf Bußgelder setzen. Also, dass überhaupt angefangen hat, über einen eventuellen physischen Zwang zu reden, das war schon komplett überflüssig, weil es zeigt, dass auch diese Möglichkeit bedacht wird. Allein schon deswegen, wenn er sagt, es ist eher unwahrscheinlich, heißt es ja, sogar sowas wird intern diskutiert, muss man auch mal anmerken. Wenn er dann eben meint, Bußgelder wären das Naheliegendste, dann sind wir wirklich, was das angeht, komplett verloren, weil das beweist, in der Ampelregierung ist keine einzige Stimme für die Freiheit, auch nicht die sogenannten freien Demokraten, die wirklich in etwa so frei sind wie ein Gefangener in Guantanamo. Denn ganz ehrlich, was ist es denn bitte mittlerweile, dass sogar die FDP sich hinstellt und eine Impfpflicht fordert, obwohl die Omikron-Situation ja ein kompletter Gamechanger sein könnte, obwohl dieser ganze Plan der Impfpflichten sich zusammenfallen könnte, unter anderem wegen etwas, was auch Christian Drosten jetzt gesagt hat. Wir lesen gleich mal rein und dann werdet ihr sehen, was gemeint ist. Drosten hat da unbewusst etwas gestanden, auch wenn die Intention seiner Aussage eigentlich noch mehr Panik machen sein sollte, hat er da ein Wort verwendet, was genau zeigt, worum es eigentlich geht. Er meinte, Omikron würde uns in eine postpandemische Zeit führen können. Und das ist eine Aussage, da hat es wirklich mal jemand gesagt, der eigentlich eher härtere Maßnahmen haben will, aber postpandemisch, heißt also, die Pandemie wird endlich endemisch, heißt also, diese große Gefahr, die wir aktuell im Land überall verbreitet bekommen, in den Medien, von der Politik, die wäre dann in der Form nicht mehr gegeben, weil eben die Pandemie zu Ende wäre, weil sie übergehen würde in eine Endemie und weil es dann eben so wäre, dass man damit leben könnte. Das wäre ja eine postpandemische Zeit und das wäre eben dann machbar, wenn Omikron sich wirklich sehr breit in der Bevölkerung verbreitet und da eben keine großen Schäden anrichtet aufgrund der meist leichten Verläufe, die ja mittlerweile immer weiter auch bestätigt werden. Das wäre ja eine Idealsituation. Natürlich hat Drosten aber das nicht ganz so gemeint. Er meint ja viel eher wegen Omikron, bräuchte noch viel härtere Maßnahmen und er schlägt doch tatsächlich 1G vor. Also nur geboostete Menschen sollen Rechte haben. Wir lesen hier mal rein bei NTV. Da heißt es nämlich, wenn die Kontaktbeschränkungen doch nicht so wirken wie erhofft, muss man schauen, ob man nicht 1G machen muss und das G heißt dann geboostert, so Drosten weiter, denn wer kürzlich geboostert sei, trage wahrscheinlich weniger zur Weiterverbreitung bei und sei zudem merklich gegen die Erkrankung geschützt. Bei Delta mögen 2G und 3G reichen, aber jetzt schreibt Omikron die Regeln, so der Virologe, der auch Mitglied im neu geschaffenen Expertenrat der Bundesregierung ist. Und das ist meine Aussage, auch die muss man scharf kritisieren, weil Omikron schreibt eben nicht die Regeln, sondern Politiker schreiben die Regeln, das ist ja klar. Und diese Regeln, die können eben auch hysterisch und die können auch überzogen sein. An dieser Stelle war es mir extrem wichtig zu recherchieren, wie es eigentlich dort aussieht, wo das Omikron-Virus erstmalig aufgetreten ist, nämlich Südafrika. Denn die Entdecker der Variante, die haben ja schon immer wieder gesagt, dass sie eigentlich die Panik gar nicht verstehen würden, die wir hier in Europa, insbesondere gerade natürlich auch in Deutschland hier, fahren würden aufgrund dieser Variante. Und tatsächlich ist die Lage in Südafrika gerade relativ entspannt. Zum Beispiel hat auch einer der Omikron-Entdecker selbst auch gesagt, er würde gar nicht verstehen, warum diese Panik gemacht werden würde. Und vor allem ist es auch so, dass in Südafrika auch gar kein Notstand mehr herrschen würde, da wäre eigentlich alles unter Kontrolle und man hätte sich damit abgefunden. Also natürlich war man am Anfang erstmal skeptisch, weil man was Neues entdeckt hat, aber die Botschaft war eigentlich klar, man sollte jetzt nicht irgendwie groß Panik machen, man sollte jetzt nicht irgendwie überreagieren, weil diese große Katastrophe, die scheint eigentlich erstmal überall auszubleiben. Auch in Großbritannien haben wir die ersten Daten, die zwar von steigenden Fallzahlen ausgehen, aber eben nicht von rapide steigenden, wie man schon sagte, eben Todeszahlen und auch Krankenhauseinweisungen und das ist ja genau der Fakt,
Faktor, um den es gehen sollte. Und deswegen hat sich auch Hendrik Streeck, der ebenfalls im Expertenrat ist in Deutschland, der hat sich da auch sehr positiv eigentlich geäußert. Er meinte, er rechnet durchaus damit, dass die meisten Menschen sich bis Sommer einfach mit Omikron infiziert haben werden, aber das wäre so gesehen nicht weiter schlimm, beziehungsweise das wäre jetzt nicht die Katastrophe, die uns hier an die Wand gemalt wird von der Regierung, weil man eben auch sagen kann, dadurch kann eben auch eine Grundimmunität gegen zukünftige Varianten erworben werden. Und das Wichtigste ist ja, wenn wir hier eben einen viel milderen Verlauf haben in den meisten Fällen, dann profitieren die Menschen ja so gesehen davon, wenn dann wieder eine Variante kommen sollte, die einen schweren Verlauf hat, dass Omikron diese erstens verdrängt, es könnte ja zum Beispiel sein, dass die Delta-Variante weniger auftritt, die ja für mehr schwere Verläufe sorgt, und es könnte natürlich auch sein, dass zukünftige Mutationen dann nicht mehr so schlimm an einem Menschen wirken, der bereits durch Omikron gegen Corona eine Grundimmunisierung erhalten hat. All dessen Gesichtspunkte, die finden in der öffentlichen Debatte gerade gar nicht statt und man fragt sich nur wieso. Kommen wir nun aber zum wichtigsten Aspekt dieses journalistischen Beitrages. Warum habe ich heute genau dieses Video für euch gemacht? Das kann ich ganz einfach beantworten. Ich finde es ein Unding, dass die Forderungen nach einer Impfpflicht irgendwie jeden Tag lauter werden, obwohl eigentlich die Gründe immer weniger werden. Beziehungsweise man sieht ja erstmal hier eine Studie, die ganz klar belegt, also der Schutz vor einer Omikron-Infektion beim Booster, der dürfte in etwa so 10 Wochen sein. Das wurde zu einer Studie auch belegt. Ich blende hier die Quelle ein. Da sieht man ganz klar, wie will man damit bitte eine Impfpflicht durchsetzen, wenn man eben noch gar keinen Omikron-Impfstoff hat, sondern eben nur einen, wo die Schutzdauer doch relativ begrenzt ist, um es mal freundlich auszudrücken. Da muss man sich doch mal die Frage stellen, wie kann das eigentlich angehen? Und natürlich der viel wichtigere Punkt, wenn wir hier eben diese ganzen Entwarnungsmeldungen sehen zu Omikron, auch aus den Ländern, wo die Variante schon viel länger aktiv ist als hier in Deutschland, dann ist doch eine Impfpflicht überhaupt gar nicht mehr sachlich begründet. Ähnlich sieht es zum Beispiel auch der Kassenärztechef Gassen, der findet eine Impfpflicht sogar gefährlich, weil er meinte, das ist auch sehr spannend, es könne zu sozialen Verwerfungen führen. Und es sieht mir auch, sehr viele Menschen gehen auf die Straße. Sehr viele Menschen wollen eben nicht gegen ihren Willen geimpft werden. Also wenn man den sozialen Frieden im Land wahren möchte, sollte man natürlich auch darüber mal nachdenken. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Und last but not least, auch ganz wichtig, was ist denn eigentlich das Problem? Ist wirklich nur Omikron das Problem oder sind mittlerweile auch Politiker das Problem, die wirklich totalitäre Freiheitseinschränkungen schon ganz selbstverständlich sehen? Wir sehen es zum Beispiel am Weltärztepräsident Montgomery, der ist zwar kein Politiker, aber der hat etwas gesagt, das zeigt schon, wie zum Beispiel auch an Markus Söder denkt, der hat ja auch schon häufiger so über Gerichts Urteile geredet. Er könne es nicht verstehen, dass kleine Richterlein einfach mal so Corona-Maßnahmen kippen. Das meint Herr Montgomery. Das geht schon in dieselbe Kerbe wie Söder, der wirklich da auch verurteilt wird, weil er rechtswidrig Corona-Maßnahmen erlassen hat. Aber wirkliche Folgen hat es auch nicht und eine Entschuldigung kommt da auch nicht. Also wir sehen die Rechtsstaatlichkeit. Die ist auch extrem gefährdet. Und deswegen mein Appell, wir müssen wirklich zurückkehren zu einer Politik der Mitte und einer Politik der Vernunft. Und da kann es eben nicht sein, dass man hergeht und wirklich die ganze Welt verrückt macht. Mal eine Frage, wie lange soll das noch so weitergehen? Wollen wir wirklich das gesamte Jahr 2022 nur in so einer Starre verharren? Wollen wir wirklich 1G, also nur Geboosterte und doppelt Geimpfte haben gar keine Rechte mehr? Da muss doch jeder Bürger der Mitte aufschreien. Deswegen meine Bitte, wenn euch das auch nicht passt, wenn ihr auch lieber kritisches Denken wollt, statt eben blinder Gehorsam, dann teilt dieses Video bei und öffnet einigen Menschen die Augen. Das hier ist mein letztes Video in diesem Jahr, deswegen auch meine persönliche kleine Abschlussrede hier noch an euch direkt. Die möchte ich von Herzen nochmal an euch übermitteln sozusagen. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was wünsche ich mir eigentlich fürs nächste Jahr am meisten, und ich denke, es ist ganz einfach, dass diese Impfpflicht nicht kommt. Denn das ist ja wirklich extrem wahrscheinlich mittlerweile geworden, aber es gibt auch Hoffnung. Wir sehen zum Beispiel in Österreich, wo die Impfpflicht ja schon beschlossen wurde, da bröckelt das Ganze jetzt wieder. Zum einen, weil es wirklich massive Proteste in der Bevölkerung dagegen gibt, zum anderen aber auch an der Rechtslage, weil durch die Omikron-Variante, wie gesagt, das ist ja ein Gamechanger, hat sich vieles geändert. Man muss natürlich bei einer Impfpflicht auch gewährleisten können, dass wirklich ein sehr sicherer Schutz gewährleistet ist. Man muss ja auch gewährleisten können, dass eine gewisse Schutzdauer da ist. Es bringt ja nichts, wenn man eine Impfpflicht erlässt für eine Impfung, die vielleicht 12 Wochen hält, also 3 Monate, und dann bräuchte man schon die nächste, so wie es ja gerade bei der Boosterimpfung auch empfohlen wird. Deswegen wünsche ich mir wirklich, dass genug Menschen in diesem Land den Mut haben, auch im nächsten Jahr dagegen laut zu bleiben, weil unser Problem, das ist meiner Meinung
nach wirklich aktuell eher, wie hysterisch manche Politiker reagieren, wie autoritär manche Politiker regieren wollen und dass viele einfach gar nicht wahrhaben können, dass Corona auch ganz natürlich enden könnte, dass diese ganze Pandemie auch vollkommen biologisch enden könnte und dass man eben vielleicht gar keinen Impfzwang braucht. Manche haben sich ja schon so reingesteigert, für die kommt es gar nicht mehr in Frage zu sagen, okay, ist doch schön, wenn wir jetzt vielleicht einen natürlichen Ausgang haben. Deswegen bleibt alle stark da draußen, sage ich euch ganz klar, rutscht gut ins neue Jahr und bleibt vor allem im neuen Jahr auch stark. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, der mich in diesem Jahr wirklich unterstützt hat, der hier immer Kommentare schrieb und auch im nächsten Jahr schreiben wird. Und vor allem bedanke ich mich von ganzem Herzen bei allen, die meine journalistische Arbeit auch im neuen Jahr möglich machen werden, indem sie diese freiwillig finanziell unterstützen. Die Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt, die blende ich hier im Video ein, sie auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt und ich danke wirklich von Herzen jedem Förderer meiner Arbeit, ihr habt Never Forget Nikki zu einem riesigen Medium gemacht in diesem Jahr und genau da machen wir nächstes Jahr weiter. Danke für eure Unterstützung. Zum Schluss noch eine Bitte, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt und auch die Glocke noch nicht aktiviert habt, macht es doch einfach jetzt. Weil das ist vollkommen kostenfrei und YouTube sorgt dann dafür, dass diese Videos mehr Menschen vorgeschlagen werden, die den Kanal noch nicht kennen und wir können im neuen Jahr noch mehr Menschen aufklären. Ich finde, darum sollte es gehen. Guten Rutsch ins neue Jahr, Leute. Ich freue mich auf euch. Ciao.